So, da sind wir wieder bei Assassin's Creed Odyssey. Lange ist her, ich habe keine Ahnung mehr, was wir gemacht haben, ehrlich gesagt. Sammle Artefaktfragmente. Wo sind wir eigentlich stehen geblieben? Liebe Nussanetor, diese Marzipan. Oh, Marzipan ist aber auch so lecker. Mal schauen, wie die Leute so sind dann. Ich drück dir die Daumen, dass du coole Kollegen hast. Wo muss ich denn hin? Da, oh Gott, Alter, da geht's runter. Das war mit C, ne? Ne, mit C habe ich mich gedroht. Ah, mit C geht's doch runter. Hier. Da fangen wir wieder den Holzmasten hochklettern. Dann kletter ihn auch bitte nur hoch. Und fall nicht wieder runter. Das wäre super lieb. Ich habe aber gerade nicht gerechnet, dass die einfach springt. Ich dachte, der Absatz wäre ein bisschen größer. Aber die Chefin klang mir sehr lieb. Kein Vergleich zu meiner alten Vizechefin von vor 3 Jahren. Oh ja, so eine nette, ein netter Chef macht auch schon so viel aus. Mein jetziger Chef ist auch nicht mit beim vorherigen zu vergleichen, weil er auch einfach viel besser ist. Wie? Ah! Ich kann. Ah. Leertaste war nicht springen. Ich vergaß. Wer springt denn schon auf Leertaste? Schatz plündern. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Kann ich nicht. Ah. Die ist von der Klippe gefallen. Ich kann sie auch selber von der Klippe springen. Das ist true. Aber erstmal würde ich das ungern machen. Ich kill jetzt einfach alle in diesem Haus von Solon. Ach, guck mal, ich habe den Schatz gefunden. Und der trägt meinen Namen. So wunderschön und wertvoll. Mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. Ist hier noch irgendwas? Das ist doch ein Schatz. Oh ja, es gibt 2 Schätze. Okay. Und ich bekomme anscheinend bald einen neuen Herbert. Bekommst du einen Elektro-Herbert oder bekommst du einen frischen Herbert? Ach, so sind. Okay. Aha. Ja, warte mal. Wir machen das wieder Sneaky Miki. Alter, wir ziehen denn ja fast gar nichts ab. Oh shit, der hat mich gesehen. So viel zu Sneaky Miki. Lila? Ich habe Arbeit für dich. Danke. Bist Bester. Wenn ich da jetzt einfach hochgehe, sehen die mich da? Hätte die von Anfang an da hoch sollen, ha? Huh? Keine Pfeile mehr, fuck you. War direkt mitgesungen. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt alle einen Ohrwurm davon. Ich hab's fast. Wie kann ich denn die herstellen? Gar nicht, weil ich kein Holz hab. Muss ich jetzt da echt rein und beim Speer kämpfen? Wo kriege ich denn jetzt Holz her? Oh, ist das ja langweilig. Das ist doch scheiße.
Okay, wir müssen Holz suchen. Ist doch scheiße. Oh, da oben ist so ein... Gut. Dürftig, danke. Wir gehen jetzt wieder hoch in die Stadt. Da schwab ein Stein. Schwebte? Tito, brauchst Pfeile für den Bogen? Ja. Nee. Ich schmeiß einfach den Bogen. Und ja, so ein Arsch in der Nähe. Aber ich will auch nicht in die Nähe von den Arsch kommen. Weil ich habe keine Pfeile. Ich hätte eigentlich da hinten raus müssen, ne? Das wäre viel sinnvoller gewesen, als jetzt hier nochmal hochzuklettern. Scheiß doch die Wand an. Der riecht mich wahrscheinlich, ne? Wie weit ist denn der weg? Jetzt läuft er gerade weg. Ich weiß bei der Weile noch nicht, ob ich bei Wellen von Anfang an dabei bin, weil an dem Tag habe ich erste Hilfekurse, er ist noch nicht sicher, wie lange der geht. Ja, es ist okay. Ach, der ist es. Der ist nicht so nett. Es ist ein Bogerang. Ein Boomerbogen. Nee, das passt nicht. Bogerang ist schon das... Oh mein Gott, warum redet ihr denn so viel? Das ist schon die bessere Übersetzung. Also nur, um schon mal Bescheid zu sagen, um 1 Uhr bin ich mal kurz duschen, dass ihr euch nicht wundert, wenn ich mal nicht schreibe. Okay. Ja, da ist ja noch eine Stunde. Schieb dich einfach in den Lurk, dann wissen wir Bescheid. Ich muss auch endlich mal Commands für YouTube machen. Lass... Du kannst von da oben nach da springen, aber von dir nicht nach da? Was ist das denn für eine Logik? Okay, ich muss dahinter. Also müssen tue ich es nicht, aber... Oh, ja. Dass du dir jetzt da die Füße brichst, war mir klar. Aber ich passe auch gerade nicht auf. Um ehrlich zu sein. Hoppala. Ich wollte nur kurz meinen Bogerang rausholen. Was bist du denn? Da sind so viele coole Sachen, die wir noch entdecken können, die ich jetzt alle nicht entdecken kann, weil ich dieses Scheißholz brauche. Entschuldigung. Ich habe irgendwie Zuckungen in meinem rechten Finger. In meinen zwei rechten Fingern. Ich habe auf der rechten Maustaste gerade zwei Finger liegen. Wie nutzt ihr eigentlich eure Maus? Wo habt ihr auf der Maus eure Finger liegen? Habt ihr wirklich drei Finger für linke Maustaste, mittlere Maustaste, rechte Maustaste? Oder wechselt ihr die durch? Habt ihr so wie ich zwei Finger auf der rechten Maustaste? Oh. Ich bin gerade wieder irgendwo... Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Ich bin gerade wieder irgendwo reingeraten, wo ich gar nicht hin wollte. Zeige links, mittel rechts. Und was ist dann mit deinem Ringfinger? Wo ist der? Zeige Finger links, Mittelfinger rechts. Nee, ich habe einen rechts und einen links. Ja, aber wo ist dann... Wo ist denn dann euer... Ringfinger? Also ich habe... Habe ich so viel Kabel? Ich habe meine Maus so in der Hand. Also ich habe nur meinen kleinen Finger. Ich weiß nicht, wie gut da sieht man es ein bisschen. So halte ich die. Und mein Mittelfinger kommt halt dann ans Rad hin, wenn ich es brauche. Da bin links an der Seite, Ringfinger und kleiner Finger rechts an der Seite. Ist ja lustig. Nee, so kann ich die nicht halten. Links liegt der Zeigefinger und rechts der Mittelfinger. Verrückt. Der Daumen und der Ringfinger sind links und rechts von der Maus. Und damit sind gut fürs Bewegen. Vielleicht muss ich das bei Vello mal ausprobieren.
Vielleicht ist das the way to go. Das ist nicht zum Einsammeln. Ich kenne das nicht. Ringfinger, der kleine Finger liegen rechts von der Maus und links von der Maus der Daumen. Ich habe dir noch nie auf die Finger geschaut beim Mausbedienen, aber ich wusste gar nicht, dass du die weird hältst. Entschuldigung. Ja, anscheinend schon. Das ist wie mein Stift. Den halte ich auch weird. Alles, was ich in den Händen halten kann, halte ich weird. Da ist übrigens Salat verloren. Weil mein Stift halte ich auch anders. Aber da habe ich heute eine Kollegin gesehen, die macht es auch so wie ich. Die hält den auch so. So. Weil normalerweise hältst du ja mit zwei Fingern. Ich halte den mit drei Fingern. Und dann liegt er so an. G18, lernt die Computermaus kennen, ja? Ui, oh, hoppala. Weird. Nee, das kann ich nicht. So liegt der kleine Finger auf dem Maus, um die Maus besser führen zu können. Ich finde das voll weird, wenn da der... Aber mit was bedient ihr denn dann den, die mittlere Maustaste? Also mit was bedient ihr die Maus gerade? Oh Mann, das bin ich wieder weird. Damit. Mit dem Zeigefinger. Mit dem Zeigefinger? Zeigefinger? Ich mach das mit dem Mittelfinger. Mit dem Zeigefinger? Aber im Grunde ist es doch egal. Ach, würdest du geil, wenn die Maus da mal kommt damit klar? Ja, das schon. Hallo BHV Gaming, einen wunderschönen guten Abend dir. Ganz gerne in die Diskussion mit einsteigen. Wie hältst du deine Maus? Zeigst du mal, wenn ich bei dir bin. Ich bin gerade mit dem Zeigefinger? Nee. Nee. Nee, das ist falsch. Drei Olivenholz kriege ich davon. Okay, wir sammeln jetzt Holz, weil wir brauchen Pfeile. Aber hier sind anscheinend ganz gut Holzstöckchen. Ich sammle die aber viel zu wenig auf. Ist ja interessant. Also ich wusste, dass ich seltsam bin, aber ich wusste nicht, dass ich ja meine Maus auch seltsam halte. Interessant. Aber ich glaube, in so Sachen, wo ich das Mausrad nicht brauche... Ja, du brauchst in jedem Spiel eigentlich das Mausrad. Ha. Wenn ich mit Bowser Tastatur spiele, dann eigentlich so wie oben im Chat genannt. Oder bei Übrigen spiele ich mit Controller. Ja, gut. Controller... Aber auch so... Controller ist natürlich am einfachsten zu bedienen, wobei ich da auch meinen Controller wahrscheinlich anders halte als alle anderen. Würde es mir jetzt zutrauen. Aber, nee. Video auf WhatsApp. Ja, Moment. Mir wurde übrigens gerade Bescheid gegeben, dass ich live auf WhatsApp bin. Ihr haltet die wirklich so? Hallo Xyltos? Hi. Ich bin PS5-Spieler. Will ich. Weird. Yo. Ja, jeder macht das so. Nee. Eindeutig nicht. Eindeutig nicht. Ja, nein. Ich weigere mich, das anzunehmen, dass ich da wieder so komisch bin. Es gibt bestimmt wieder Leute, die das so machen wie ich. Ich habe gerade nicht hingeguckt, als du das Video gezeigt hast.
Es waren einfach nur... Ich kann die Maus nicht mal so hochheben. Es war einfach nur so. Und dann so. Wer macht das schon? Nee. Okay, ich muss weiterhin Olivenstückchen. Kann ich dich eigentlich klauen? Ja, lol. Ich kann einfach Pferde klauen. Jetzt bin ich am Hafen. Ja, am Hafen wollte ich doch gar nicht hin. Ich wollte in die wilde Natur. Mein Kopf hat gerade ganz wilde Sachen zusammengereiht. Ich wollte in die wilde Natur zum Töpfern. Ich weiß nicht. Ich glaube, man töpfert in der wilden Natur nicht. Alle aus Itchki. Das macht mich gerade ein bisschen fertig. Wo ist er eigentlich schon wieder? Warum ist er denn eigentlich schon wieder bei mir in der Nähe? Nur beim Controller spielt normalerweise jeder mit dem Zeigefinger alle Schultertasten, nur ich nicht. Bei mir ist Zeigefinger R1, L1, Mittelfinger R2, L2. Ja, bei mir, also Controller halte ich so. Die zwei sind dafür da. Und so. Gibt den Palm Grip und den Claw Grip bei Mäusen. Und was ist der Unterschied? Welchen mache ich? Mache ich einen davon und dann bin ich da auch komplett außen vor. Kopf geht jeder hier näher. Ja, das merke ich, weil der Arsch mir hinterherläuft. Viel Spaß. Ich will doch einfach nur Stückchen sammeln da. Du machst den weirden Palm. Der ist nicht weird. Ihr habt einfach nur alle keine Ahnung. Der ist übelst bequem. Doch, doch, bitte. Nein! Probiert es mal aus. Also meinen Griff. Der ist voll bequem. Weil dann kann ich nämlich mit dem Daumen und beim kleinen Finger kann ich die Maus unter Kontrolle halten. Wobei man bei mir ja sowieso die Maus nicht unter Kontrolle halten muss, weil sie sich sowieso innerhalb von 3 mm quer über dem Bildschirm bewegt. Hab ich. Jetzt ist mein Finger gebrochen. Ach, Papelapap. Der ist grauenhaft. Ist er nicht? Du bist grauenhaft. Wo sind hier denn noch Stöckchen? Ist nicht weird, er ist besonders. Ach, geht doch kacken. Ich hatte den Controller mit dem linken Zeigefinger auf L1 und den linken Mittelfinger auf den rechten BHV Gaming, du hältst ihn so wie Christian. Der hält ihn, warte, der hält ihn auch so. Würde ich irgendwann einen Krampf im Mittelfinger? Nee, der Mittelfinger liegt bei mir immer locker ein bisschen auf dem Rad. Der ist nur fürs Radrollen da. Oh, Wahl. Nice. Hier sind wahrscheinlich keine Blümchen mehr. Vielleicht gehen wir noch mal dahinter. Sorry, dass wir jetzt gerade einfach nur Stückchen sammeln, aber... Ich mache das auch so wie Christian. Christian, du bist nichts Besonderes. Nee, ich habe nur meine Zeigefinger auf den Schultertasten. Ich habe da keine zwei Finger pro Seite. Ist angenehm, vor allem in Rainbow Six. Ja, Shooter spiele ich nicht mit Controller. Ich treffe mit Maus und Tastatur schon nicht. Sieht man regelmäßig in Valorant. Mach das am Controller wie Chia. Guck dir mal, da bin ich nicht so weird. Könnte ich einen Knoten im Kopf bekommen? Beim Controller jetzt oder bei der Maus? Beim Controller könnte ich es verstehen. Weil meine Hirnleistung reicht nicht dafür aus, um auch noch zwei zusätzliche zu bedienen.
Ich schaff's ja nicht, mal zu sprechen und zu spielen gleichzeitig. Treffe weder mit Controller oder Maus. Ich bin Aim-Legastheniker. Ja, deswegen spielst du Cozy-Spiele. Bei der Maus, wenn ich das jetzt ändern würde. Nein. Hast du dir jetzt Cushion hier schon mal angeguckt, Lila? Cushion hier. Ich bin, glaube ich, irgendwo, wo ich nicht sein sollte. Oh, hups. Ja, viel zu stressig. Oh, schade. Okay, wir gucken hier nochmal nach Stöckchen. Ich muss leider jetzt zur Arbeit, aber ich lasse mein Abo da. Dankeschön, BHV Gaming. Dann ganz, ganz viel Spaß bei der Arbeit. Vielleicht sehen wir uns am Donnerstag wieder. Da spiele ich Valorant. Auch wieder 19 Uhr. Und ansonsten kommt auch noch alles Mögliche bei mir auf den Kanal. Da wird es nicht langweilig. Da geht's in die Natur. Ich fand es mal so lustig, als ich noch im Jugendzentrum war, da hat der Betreuer mal mit FIFA gespielt und er hat sich den Controller auf die Schenkel gelegt und den rechten Joystick wie so ein Real-Life-Flug-Joystick bedient. Oh, so. Das machen super viele. Das habe ich schon öfter gesehen, das machen echt super viele. Ich mag Action-Pointing-Click-Spiele nicht so, dann lieber klassische Pointing-Clicks wie Deponia oder so. Pointing-Clicks konnte ich mich, habe ich gerne bei Gronkh geguckt, sind fantastisch. Aber auch nur, weil sie Gronkh gespielt hat. Ich glaube, ich habe bei keinem anderen Pointing-Click so genossen als wie bei ihm. Als wie. Ich selber spiele sie nicht gerne. Vielleicht muss ich das mal mit euch ausprobieren. Ich habe die immer nur alleine angefangen zu spielen. Vielleicht war das mein Fehler. Vielleicht brauche ich euch dafür. Als wie. Was zum Fick ist Point and Click? Oh, das reimt sich. Was zum Fick ist Point and Click? Das ist sowas wie Deponia, Edna bricht aus. Wo du halt einfach nur so ein Screen hast und eine Figur läuft halt quasi rum und du klickst halt immer hin, wo die hinlaufen soll. Und du klickst halt Sachen an und dann sind es vielleicht Hinweise oder du musst kleine Rätsel lösen. Sowas sind Point and Clicks. So wie Hogwarts Mystery. Nee, Hogwarts Mystery ist ja ein AR-Spiel? Ich weiß nicht, wie man das umschreibt. Das kenne ich beides nicht. Ja, googeln, guck mal nach Deponia. Aber wie gesagt, das ist einfach so ein Spiel, wo du wie Wimmelbild. Du hast so ein Screen wie bei Wimmelbild spielen, also so bei Suchspielen. Nur, dass ich halt eine Figur bewegen kann. Und die klickst du halt durch. Ich glaube, mit Wimmelbild kann man es am ehesten noch beschreiben. Sind hier Stöcker? Da hinten ist ein Stöcker. Wie viel kann ich denn jetzt mittlerweile machen? Viele Rätsel, viel lesen, wenig gehen. Genau. Genau. Viel rätseln, viel lesen, wenig gehen. Inventar. Oh, guck mal, schau. Ich hab wieder Pfeile. Dann können wir doch jetzt gleich das da machen. Ich bin vielleicht ein bisschen vor dieser Frau erschrocken, die da steht, aber nur ein bisschen. Holla, die Waldfee. Oh, bezaubernd, Lila. Niemand darf mich sehen. Hat nicht so gut funktioniert, ne? Oh, scheiße. Oh, scheiße! Wieder hoch! Bist du dumm? Ich vergesse aber, dass die ja auch Bögen haben und so. Aber ihr seid halt echt scheiße da drin. Hallo Alexandra. Hör auf, Speere nach mir zu schmeißen. Kann ich eigentlich
dir ins Gesicht schießen? Ja. Hoppala. Upsi, pupsi. Blöd jetzt, ne? Du hast andere Probleme. Och, du bist ein Arschloch. Warum duckst du dich denn weg? Ihr macht es gut. So, jetzt muss ich nur das Viech töten, damit ich da runter kann. Easy. Okay. Ich finde es schön, wie du meinen Namen in Angst singst. Das ist auch ein nettes Kompliment. Die Lache war diabolisch. Ja, zu Recht. Hoppala. Schatz plündern, nimmst du der Schatz? Du bist der Schatz. Ja, ihr Lappen. Ach, ich habe so einen Kultisten-Bums gefunden. Das ist ja nice. SS in Creed. Hallo, Dennis. Du Schnuckelpups. Da ist wieder ein Stückchen. Was machen wir eigentlich? Mal so wirklich gefragt. Ach, guck mal, Inventar. Ich habe da wieder was gefunden. Ja, aber du bist scheiße. Ach Mann, Alter, ich wollte eigentlich nach Quests gucken. Ne, sind alle ein bisschen... Verbessert den Speer? Nee, die sind alle noch so... Die Töchter von Lilia. Kann ich die nicht verfolgen? Anscheinend nicht. Die vergessene Geschichte. Kann ich anscheinend nicht machen. Charakter. Warum habe ich denn so viele Quests? Lila, ich habe jetzt ein Emote, das beschreibt uns komplett. Was? Das ist gut. Muss ich dahin? Was sind denn eigentlich diese Artefaktfragmente? Oh, wir haben so lange nicht mehr gespielt. Ich kenne mich nicht mehr aus. Die Stufe 16, ja, habe ich nicht. Stufe 15 habe ich auch nicht. 16 habe ich auch nicht. Okay, habe ich doch irgendwas da. Noch irgend... Oh ja, lol. Die sind alle für den Arsch. Ach, guck mal. Ich habe da was gefunden, was ich sogar anziehen kann. Und das sogar auch. Habe ich in meinem Gesicht... Achso, nee, das hatte ich gerade ange... Kultisten habe ich jemanden entdeckt. Den hier. Ich enthülle dich. Du bist ja die Alex... Nee, du bist ein Mann. Und bringe meine Horden mit. Harpalos. Okay. Du bist auch noch. Und dich kann ich auch. Ach so, nee. Dich muss ich anscheinend noch. Noch ein bisschen suchen. Okay. Von Kultisten? Okay, sorry. Jetzt weiß ich wieder nicht, worüber ich geredet habe, als du das geschrieben hast. Was von Kultisten? Alter, habe ich auch noch. Da denke ich immer an Vicky. Ich sag auch viel zu selten Euder. Ich habe das früher viel öfter gesagt. Und ich glaube, ich sollte mir auch mehr Euder angewöhnen als Digger. Die Fragmentstücke. Ah, die Fragmentstücke. Dankeschön.
Ja. Aber Digga ist so lustig. Wobei Euda auch. Ja, bitte. Mehr Euda, weniger Digger. Aber ich kann euch damit so schön nerven. Ich habe jetzt Welleunterricht bei Kniesi beantragt. Vielleicht hilft mir das gegen meine Lustigkeit. Ja, du spielst einfach am Donnerstag auch mit. Wir müssen einfach alle mal ein Velo-Bootcamp machen. Wie mit Mario Kart. Ich habe einmal Mario Kart Bootcamp gemacht, seitdem kann ich's. Kann ich's. Ja doch, so 8 Stunden, 5-mal die Woche Velo.